Hi ho Leute, ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Es geht weiter mit unserem Lieblingsprojekt Dirt Rally. Wir sind in den Meisterschaften in der Rallye unterwegs, in der Masters-Meisterschaft. Das ist dann das zweite von 6 Events heute mit dem Ford Escort Cosworth. Nicht WRC. Ich wollte schon WRC sagen, das war dann erst 1996, glaube ich. Das ist noch nicht der WRC. Das ist noch ein richtiges Production Car, wie gesagt, Group A. Ja, wir sind momentan auf Position 2. Wir haben letztes Mal profitiert von vielen Ausfällen wieder. Von der Konkurrenz, waren aber auch so recht schön unterwegs. Also es war schon ganz in Ordnung in Griechenland. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Vor allem jetzt mit dem allradgetriebenen Auto hier in Deutschland auf den Asphaltetappen. Könnte spaßig werden. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall. Wie stabil und wie schnell letzten Endes der Cosworth dann sein wird. Ja, zunächst mal gleich am Anfang hier eine Nachtetappe am Verbundsring. Danach gibt es den Kreuzungsring Reverse. Also heute schon mal direkt zwei kürzere Etappen. Dann Frauenberg noch heute am Ende eine lange Stage. Also, 4 Folgen insgesamt werden es dann wieder sein. Das Ganze zieht sich also durch bis zum Dienstag. Alles klar. So. Also noch gibt es keine Pläne irgendwie, die gepostet wurden von Dirt. Bezüglich neuer Pläne jetzt für Inhalte und so. Es hat sich irgendwie eine neue Community-Managerin vorgestellt. Im letzten Roadbook-Eintrag. Da bin ich ganz froh drüber. Weil es anscheinend bisher keinen wirklichen Ansprechpartner gab. Auch so Community-Manager kümmern sich ja auch so um YouTuber und Blogger und so. Und da hoffe ich mal, dass wir da eventuell in Zukunft mal so ein bisschen was rausgehauen bekommen. So an Keys vielleicht, ein bisschen mal Gewinnspiele für Dirt Rally. Wäre auf jeden Fall ganz nett. Ja, mal gucken, was sich da noch so alles ergibt. Es ist ja schon immer ein Traum von mir gewesen, irgendwann mal eines Tages das Codemasters Studio zu besuchen. Mal sehen, ob das irgendwann vielleicht wahr wird. So, das erweiterte. Ja, wir haben die erweiterten Fahrzeugeinstellungen freigeschaltet für unseren Cosworth Escort. Das heißt, wir können jetzt hier auch ein bisschen filigraner einstellen. In Deutschland ist natürlich auch erforderlich, da ein bisschen reinzuschauen. Wir müssen dann mal gucken, was wir dann mit der Differentialsperre machen. Das sieht schon mal, glaube ich, ganz okay aus. Mal schauen, wie der erste Gang so anliegt, der zweite vor allem. Ob wir dem zweiten schön aus Haarnadeln und so rauskommen, das müssen wir alles mal gucken. Visco. Es gibt doch diese Visco-Kupplung, ne? Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, was das für ein Prinzip dahinter steckt. Bei einem Visco-Differential. Hängt aber, glaube ich, auch irgendwie mit dem Allradantrieb zusammen. Aber da bin ich leider nicht Mechaniker genug und weiß auch gar nicht, ob die Visco überhaupt noch zum Einsatz kommt. Ja, eine kleine Testfahrt bleibt natürlich nicht aus, um zu gucken, dass hier alles soweit stimmt. Vom Feeling und so. So, Handbremse. 4, 3, 2, 1. Also ich würde mal sagen, wir haben hier schon eine beträchtliche Ortskenntnis mittlerweile in Deutschland. Also da sind mir viele Stages durchaus bekannt, was das angeht. Mit ihren kleinen Ecken und Kanten, mit ihren kleinen, vielen verschiedenen Problemchen. Ja, also eine Sache, die ja bei Dirt Rally einige immer noch haben, ist ja Fehler 41, ne? Das ist ja unglaublich. Diese kleine, verflixte Fehler 41, der viele Leute immer noch, ja, die kleinen Steinchen. Ja, kommt im ersten Gang. So, es hat so einen kleinen Moment, wo er irgendwie nichts macht. Oder gefühlt nichts macht und dann erst so richtig auf Touren kommt. Da fährt sich auf jeden Fall sehr gut, das Auto. Also ich war zum Glück nie von Fehler 41 betroffen, aber ich kann mir vorstellen, dass es für die Leute, die es haben und immer noch nicht ins Spiel kommen, dass das echt frustrierend sein muss. Okay, also der zweite Gang aus den Kurven raus ist, denke ich, schon ein bisschen schwach auf der Brust. Da würde ich eventuell die ganze Getriebesetzung ein kleines bisschen kürzer gestalten. Gleich am Anfang schon mal. Ansonsten also das Kurvenverhalten, Bremsverhalten gefällt mir schon mal sehr gut. Da sehe ich jetzt erstmal keinen großen Handlungsbedarf. Das Auto ist wirklich sehr stabil beim Anbremsen. Da ruckelt nichts, da zuppelt nichts hinten oder vorne. Weder untersteuern noch übersteuern. Fährt sich sehr geschmeidig, sage ich einfach mal. Ja, dann gucken wir mal die Gänge. Machen wir ein bisschen kürzer, aber vielleicht machen wir es mal ein bisschen individuell. Dass einfach der zweite schon ein bisschen früher kommt und dementsprechend auch ein bisschen mehr Zugkraft hat. Wir können es ja so nach und nach uns da anpassen. Den natürlich auch nach hinten raus ein bisschen anpassen. Der sechste Gang, den werden wir sicherlich in den wenigsten Fällen. Er hat ja sogar 7 Gänge, der Cossi, ne? Da überlege ich gerade. Ja, ja, ich lasse es erstmal so jetzt. Es ist so ein kleines bisschen kürzer, minimal. Ich gucke einfach mal. Wir müssen ein bisschen auf die Drehzahl achten. Inwiefern wir da Drehzahl haben beim Haarnadel rausbeschleunigen. Weil ich würde ungern immer in den ersten Gang zurück. Ich meine, wir können natürlich auch länger machen und dann im ersten Gang die Dinger fahren, aber naja, müssen wir einfach mal schauen, was schneller ist. Und dann würde ich sagen, geht's los. Ja, so ein paar Tricks und Tipps gibt's ja bei Fehler 41.
wie man den eventuell beheben kann. Da gibt es ja so Möglichkeiten in der... eine leicht defekten Steam-Installation. Und ja, wenn man so ein bisschen nach googelt, findet man so ein paar Fehlerlösungsansätze, die wohl auch einfach einzelnen Leuten schon geholfen haben, aber eben noch nicht allen. Also ihr könnt ja gerne mal, falls ihr den Fehler habt, eure Erfahrungen mit Fehler 41 in die Kommentare schreiben. Falls ihr betroffen seid oder vielleicht jemanden kennt, der selber betroffen ist. Ja, guck mal, der kommt schon ganz hübsch raus eigentlich. Ist die Kurven. Und Anbremsen absolut stabil. Also das dürfte eine der einfacheren Rallyes werden. Das ist ja so eine 60 Grad, so eine 90 Grad Kurve. Okay, wir haben, glaube ich, ein bisschen Verzug. Minimal, wir sind sehr gut bei der Sache. Uiuiui, das hätte fast im Hinkelstein geendet. So, und weil ich gefragt wurde, unter der letzten Folge, glaube ich auch, ob wir dieses Jahr wieder zur Rallye Deutschland kommen, ja Logo. Das lassen wir uns natürlich niemals entgehen. So, wo kommt die Kurve? Da oben. Ja, das macht richtig Gaudi hier. Schön quertreiben das Auto. Sehr geil. Ja, mit dem Audi Quattro war es schwieriger. Der war ein bisschen instabiler. Als wir hier mit der Gruppe B Allrad noch unterwegs waren. Das war ja auch Allrad, wie der Name schon sagt. Und das war... aber so vom Getriebe passt es jetzt einigermaßen. Könnte fast noch kürzer sein. Ja, der Audi kam erstens, hat da ein bisschen mehr Querbeschleunigung gehabt, so Gefühl. Der war halt, ging halt noch mehr aus den Kurven raus. Hat sich noch ein bisschen mehr bewegt. Aber der Escort hat ja auch, glaube ich, ein bisschen weniger Leistung, ne? Ich glaube, beim Audi waren wir irgendwo bei 400 noch was. Mit dem Escort haben wir ja jetzt 300 PS. Also leistungstechnisch natürlich ein bisschen weiter, ein bisschen niedriger angesiedelt. Ja, wir bleiben auf einem ganz passablen Niveau. Ach, hier kommt gleich die 90 Grad links hinterher, das war eine schöne Kombination. Ich bin gespannt, wie dieses Mal der Verschleiß so aussehen wird beim Auto. Wir hatten ja in Griechenland ein paar Probleme. Aber natürlich sind die Schotter-Etappen für gewisse Teile auch ein bisschen schädlicher. Ein bisschen verschleißreicher als so eine saubere, trockene Asphalt-Rallye. Okay, wenn wir so 4000 Umdrehungen haben, wir ungefähr. Ja, so ab 3000, 4000 Umdrehungen, da geht's der vierte Gang schon ganz ordentlich. So, 349, war jetzt nicht super schnell, aber wir sind auf jeden Fall noch an der Spitze dabei. War ein guter Einstand auf jeden Fall, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Koppel, Kinley, sind wir direkt dran, 3 Sekunden, das ist in Ordnung. Schön. Gucken wir direkt mal ein bisschen rein hier. Ja, zum Escort habe ich in der ersten Folge mit dem Escort sehr viel drüber erzählt noch. Dieses Auto hat ja viele Grundsteine gelegt, ist in der Historie sehr interessant einzuordnen. Da haben wir, wie gesagt, sehr viel drüber gesprochen. Das war die erste Folge von Griechenland. Müsst ihr dann einfach nochmal in der Dirt Rally Playlist schauen, die ist auch direkt auf dem Kanal. Sehr weit oben ist, glaube ich, die zweite Playlist, wenn man da auf die Hauptkanalseite einfach geht. Also auf das P1TV-Channel, links da, wo man da draufklickt, ist das alles recht gut geordnet. Also ich bin da auch immer am Fliegen und schauen, dass das alles soweit ganz schick aussieht und alles stimmig ist und so. Geil. Liegt
auch schön satt auf der Straße, der Escort hier auf dem Asphalt trim. Halt, über Kreuzung 18. Ansonsten läuft ja gerade in der echten Welt noch die Dakar Rally. Da sind ja auch ein paar alte WRC-Haudegen dabei, ne? Hirwonen. Guck mal, da haben wir die 3 Sekunden verloren, ne? Als wir da stehen geblieben sind. Hirwonen, Sebastian Löb, der führt auch noch zu meinem aktuellen Stand, zumindest bei der Aufnahme. Gestern sind sie, glaube ich, die 6. Etappe gefahren insgesamt und Löb immer noch vorne. Ja, ich bin mal gespannt, ob der 9-fache WRC-Champ auch in der Dakar, bei der Dakar glänzen kann und die nach Hause holen kann. Wäre natürlich für ihn nochmal ein Karriere-Highlight auf jeden Fall. Mit Peugeot Sport. Ja, Hirwonen hatte gestern dann, glaube ich, ein paar Problemchen mit seinem Mini. Der fährt ja für Mini All Drive oder so heißen die. All for Drive oder All for Driving. Ja, nächste Etappe. Jetzt ist es hell. Ein bisschen Licht ins Spiel gebracht. Hier da oben ist der Hubschrauber. 3, 2, 1. Gibt's übrigens eine neue Mod, mit der man dann mit den, ich glaube F7 und F8 kann man dann drücken. Und dann hast du halt eine dauerhafte Helikoptercam. Das ist auch ganz nett, ne? Vollgas. Links 1, nicht schneiden. Links 1, nicht schneiden. Links 6, überkommen. So, ich muss dann wieder aufpassen. Wir hatten ja diese eine böse Stelle, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wo sie war. Das habe ich mittlerweile schon wieder vergessen. Sah auf jeden Fall so ähnlich aus, das Gebiet. Also ich weiß zumindest, wie es da aussieht, welche Kurven ungefähr vorher kommen. Da kommt nämlich eine sehr, sehr späte Ansage einmal. 6. Gang. Kuppe und Kuppe. Achtung, bremsen, rechts 1, nicht schneiden. Rechts 1, nicht schneiden. Wie gesagt, der Cosworth hat einen 7. Gang. Überkreuzung, 80, links 6. Nochmal ganz doll führen, können wir uns aus Spaß das hier mal erlauben und da mal reinschalten. Einfach um zu gucken, dass es geht. Also bei hohen Geschwindigkeiten, klar durch Differential und so, da wird's doch ein bisschen instabiler. Rechts 5, über Kuppe. Vorsicht, links 3, nicht schneiden, über Konto. Ja, also, wir haben uns doch ein bisschen verfranst. Das sind so doch Momente, klar. Da muss man einfach die... Achtung, Senke. Rechts 5, sofort. Kehre Kompromisse finden auf solchen Etappen, wo... Felsen am Ausgang. 200. Ein bisschen mehr geradeaus gefahren wird. Sehr unruhig gewesen eben. Welle, Kreuzung. Links 6, Lampen, Welle und Kuppe. Achtung, Bremsen, links 3. Rechts 6, 130. Achtung, rechts 5. Rechts 4, nicht schneiden. 90 Grad, links, nicht schneiden. Innen halten, Felsen am Ausgang. 250, Kuppe. So, schnell den ersten nochmal zurückgeflutscht. Ja, knifflige Etappe mit sehr viel Geradeausabschnitten und dann wieder auf sehr enge Kurven anbremsen. Oh, ja, hier ist sie. Das ist die Kurve. Und da haben wir nochmal Schwein gehabt gerade. Also da habe ich mich gerade dann doch zu sicher gefühlt und das war sie. Das war die Kurve. Die ich meinte eben noch. Ah, das war gut, das war okay. Viel Speed mitgenommen. Links 1, Land, schneiden, 60. Rechts 5, Land, 100, durch 60. Trotzdem werden wir hier Zeit verlieren. Und zwar nicht zu knapp. 16 Sekunden verloren. Ja, 2 Steher drin gehabt. 2 Hänger an der Stage, die hier auch definitiv Plätze kosten werden. Ja, das ist ein 8. Gesamtrang. Also es geht echt mega knapp zu hier. Koppel und Kinley nach wie vor die bestimmende Macht. Okay, alles klar, dann lass uns mal versuchen, auf der langen Etappe konstanter zu sein. Werde ich ein bisschen konzentrierter dann an die Sache rangehen. Ein bisschen ruhiger sein. Frauenberg, das sind jetzt 11,6 Kilometer. Wieder trockenes Wetter, morgen wolkenlos. Alles klar, morgen geht es dann direkt weiter mit dem Rückweg. Dann mal Frauenberg Reverse sozusagen.
Ja, Fahrzeug-Setup. Ich überlege gerade, können wir noch irgendwas optimieren? Etappe ist ein guter Mix. Also da bleibe ich erstmal bei dem, was wir so momentan haben. Ach so, klar, Reparatur, logischerweise. Ja, wie sieht's aus? Was ist wieder kaputt gegangen? Das Getriebe hat ein bisschen gelitten. Aber wir kriegen den Escort wieder komplett hin. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal ein Unterschied. Auf jeden Fall auch zu Griechenland. 5, 4, 3, 2, 1. Vorsicht! 200 über Kreuzung. Vielleicht auch. Ja, jetzt kommt die Kurve auch gleich. Da müssen wir aufpassen. Die ist nämlich jetzt wieder. Das ist der erste Teilabschnitt wieder. Ganz lange, lange gerade. Vorsicht, wieder ein Sprung. Überkreuzung, 80, Überkreuzung. Rechts 6, 100. Kuppe und Kuppe. Achtung, bremsen, rechts 1, nicht schneiden. Rechts 1, nicht schneiden, Überkreuzung, 80. Überkreuzung, 80, links 6. Rechts 4, Überkreuzung, 8. Links 5, 100, Überkreuzung. Wir sind vorgewarnt. Rechts 5, Überkreuzung. Vorsicht, links 3, nicht schneiden, Überkreuzung. Kleiner Vorsprung. Ja, diese 16 Sekunden. So, genau. Ja, das ist noch nicht, ich meinte. Diese 16 Sekunden, die wir da gerade verloren haben, die werden sehr, sehr schwer zu sein in der Aufholjagd. Sehr, sehr schwer einzuholen zu sein, so rum. So, jetzt kommt sie, glaube ich, gleich, ne? Ne, das war sie auch noch nicht. Da oben. So schwer einsehbar. Achtung, Kuppe, sofort links 5, nicht schneiden. 250 Bagger. Ja, sofort links 5 ist halt, das klingt halt so harmlos. Aber in Wahrheit ist das wirklich knifflig da oben. So, Hälfte haben wir gleich geschafft. Nicht schneiden, ist klar, da liegen ein paar Steinchen. Knackig durchgekommen, sehr gut. Durchgeschubbert. Das war der Hinkelstein. Gab es einen leichten Schlag vorne auf die Nase. Oh, das war der falsche Knopf. So ein bisschen den Stein erwischt gerade. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich keine Folgen hat.
Wir werden das Auto gleich sehen. Beim Zieleinlauf wird es ja ganz kurz zu sehen sein. Es fehlt eine geile Atmosphäre hier. Hubschrauber, die Vögel, die Menschen. Wird auch immer schön das Geräusch von der Handbremse, wenn er die zieht. Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich für dieses Jahr mal drüber nachgedacht habe. Endlich mal so einen schönen Rallye-Shifter. Ich kann ja eigentlich theoretisch mit meinem TH8A-Shifter, kann ich ja theoretisch sogar sowas basteln. Man kann ihn ja umbauen auf sequentielle Schaltung und so. Also quasi, ja, sequenzielles Schaltgetriebe. Ganz schön dunkel, der Wald. Oh nein. Das war der Stein. Ja, zu weit im Kurveninneren gewesen und schon batscht es da einmal dran. Das ist natürlich ärgerlich. Gott, oh Gott, oh Gott. Viel zu doll, viel zu schnell. Ja, der Waldabstieg hier. Jetzt haben wir noch einen Splitter in der Scheibe. Oh, das lief gar nicht gut jetzt. Da haben wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch einiges zu tun, das wieder aufzuholen hier, was wir hier gerade verbockt haben. Ja, ein bisschen unterschätzt hier die ganze Geschichte. Oh je, wieder 16 Sekunden verloren, allerdings diesmal auf einer langen Etappe. Also haben wir pro kurzer Stage quasi 8 verloren, aber es ist trotzdem schlecht. Weil das ist einfach Zeit, die kriegen wir so schnell nicht wieder eingeholt. Das wird sehr, sehr mühsam, auf jeden Fall. Da werden wir auch abgerutscht sein, denke ich mal. Ne, also so ein so Rallye-Shifter, Rallye-Handbremse, irgendwas. Von Fanatec gibt es, glaube ich, eine Lösung. Ansonsten gibt es ja viel so selbstgebasteltes Zeug. Gibt es noch so Leo Bodner und so eine Hersteller, so eine kleinen Hersteller. Falls ihr noch eine Idee habt oder irgendwas, ja, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare oder schreibt mich mal an. Hier, ob ihr was Besonderes empfehlen könnt. Ja, wir waren echt gut unterwegs, so sag ich mal, bis zum, ja, drei Viertel, zwei Drittel so ungefähr waren wir echt gut bei der Musik, aber dann haben sich doch wieder so kleine Fehlerchen eingeschlichen. Also vor allem ganz bitter war eben der, Steintreffer da in der Haarnadel unten im Waldabstiegstückchen. Das ist auch fies, ja. Schneidest da schön die Haarnadel an, ja, mit der Handbremse, bist du halt sehr weit im Kurveninneren, zu weit im Kurveninneren und hängst du da eben an diesem beschissenen Stein, der da, so wie hier ungefähr, weißt du, den du halt im Schatten überhaupt nicht siehst und dann hängst du da. Ja, man weiß natürlich, dass die Steine überall hier liegen und die werden ja auch genug echten Rallye-Fahrern, aber bei der Rallye Deutschland hier zum Verhängnis. Ja, Robert Kubitz hat sich ja bei dem, bei den Testfahrten in Monte Carlo auch schon wieder das Auto weggeschmissen. Ich wundere mich, dass in der WRC noch nicht so viele Autos vorgestellt wurden dieses Jahr. Wir haben bisher nur den Hyundai gesehen, noch kein Fiesta, noch kein Polo. Hm, mal sehen, wann es soweit ist. Ich meine, wir wissen ja, wie die Autos aussehen, aber ich bin immer gespannt auf die Lackierung so ein bisschen. Gibt es ja mal jedes Jahr ein bisschen Veränderungen. M-Sport jetzt auch mit Camili, mit dem neuen Fahrer. Haben sie sicherlich auch einen italienischen Sponsor an Bord. Na gut, mit diesen Bildern verabschiede ich mich heute erstmal aus der Folge. Euch noch einen schönen Samstag. Wenn es euch gefallen hat, natürlich immer gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Dankeschön dafür und bis morgen zu den nächsten drei Etappen. Da müssen wir auf jeden Fall ranklotzen und aufholen. Bis denn, tschüss.